Ein Hallo an alle Zuhörer, hier ist der Callcenter Crusher. Heute habe ich vier Firmen für euch, die mich wie immer illegal anriefen, da ich nie eine Anrufgenehmigung, zum Beispiel durch ein Double Opt-in, gegeben hatte. Viel Spaß, wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte? Hallo? Hallo, schönen Tag, hier ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Spreche ich mit Stecken? Reinhard Stecken. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Herr Stecken, Sie haben Ihre Daten auf Globales Finanzmarkt gegeben. Das war vor ungefähr 14 Tagen. Ja, aber bis heute haben Sie noch nicht Ihr Online-Konto aktiviert. Also Sie haben noch nicht mit Investitionen angefangen. Was ist denn Warum? globales Finanzmarkt? Ist das Ihre Firma? Nein, globales Finanzmarkt ist globales Finanzmarkt. Unsere Firma Na, das heißt hilft mir ja Relay. weiter. Aha, Wie unsere heißt Ihre Firma heißt Firma? Relay. Relay. Relai. Können Sie mir das mal Ja, wenn buchstabieren? Sie brauchen, kann Augenblick. ich das. Okay, sehr gut. Ganz Ja, gut. dann sagen Sie mal. Aha. R wie Richard. Ja. E wie Elke. Ja. L wie Ludwig. Ja. A wie Anton, Ja. I wie Ida. Ja. Vielleicht möchten Sie jetzt recherchieren, ja, im Internet. Relay. Ja, und wie geht's weiter? Ihre Domain? .de. .com. Punkt, ach, okay, .com. Okay. Gut, okay, dann bitte erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma, weil der Name, den kenne ich nicht. Also bei Ihrer Firma habe ich mich nicht angemeldet. Das hätte ich ja Ja. gewusst. Also über Relay kann ich Ihnen sagen, dass Relay wurde in der Schweiz von Julian Ginge und Adam Dikan gegründet. Also, nachdem sie Schwierigkeiten hatten, einen sicheren, unkomplizierten Ort für den Kauf von Bitcoin zu finden. Die Bitcoin-App ist einfach und intuitiv gestaltet und ermöglicht es jedem in Europa, innerhalb weniger Minuten Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass eine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich ist. Ja. Unabhängig geprüft und mit über 50 Millionen CHF an Bitcoin, die über die Plattform investiert wurden, bietet Relay den Verbrauchern die Möglichkeit, neue Wege des Sparens und Investierens zu erschließen. Ja. Also durch Relay, Sie können ja mit den Investitionen anfangen. Okay. Ja. Aha, sehr gut. Sie Also sagten ich da. sehe gerade, dass Sie etwas Anrufe von Globales Finanzmarkt bekommen haben, ja. Aber Sie haben immer dasselbe gesagt, dass zum Beispiel Sie haben kein Interesse oder Sie haben Ihr Interesse verloren, ja, und so weiter. Ich Aber ich habe. verstehe auch, dass Sie, ja, Sie Wenn können Sie mir mich das dann mal Interesse antworten lassen. jederzeit. Sie reden und Ich habe reden. noch nicht bis zu Ende, aber ja, natürlich, Sie können Sie antworten. sagen, ich habe Anrufe bekommen. Aha. Okay, von welchem globalen? Von Ihrer Firma habe ich noch keinen Ja, ich Anruf weiß das. bekommen. Ich weiß das. Ah, und woher wissen Sie, dass andere Firmen mich anrufen? Weil auf globales Finanzmarkt steht diese Daten. Ja, wenn Nein, zum Beispiel ein das Kunde steht nicht. bekommt, das steht bei Ihnen nicht, aber Es bei gibt den Unternehmen, ja. kein globales Finanzmarkt. Ja, okay, dann Sie können einfach das Telefon auflegen zum Beispiel, ja. Ah, ein Und Scammer. ich Ja, weiß gut. es nicht. Okay, ich weiß. Okay, sehr gut. Okay, Sie sind ein Betrüger. Ich weiß es jetzt schon. Sie sind Sehr eine, gut. Sie wollen eine Firma aus der Schweiz sein und rufen aus England an. Nein, Ja. lieber Herr, Sie Nee, ich können bin nicht Ihr lieber es im Herr. Internet Ich recherchieren. bin nicht Ihr Sie lieber können Herr. es im Internet recherchieren, über uns alles wissen, ja, Ja, alles okay. lesen und über Wie alt alles ist denn Ihre erfahren. Firma? Wie alt ist denn Ihre Firma? Habe ich schon, Nee, haben über Sie unsere nicht. Firma habe ich Ihnen schon Wie alles alt gesagt, ist ja. Ihre Wenn Sie Firma? weitere Informationen Sie brauchen, kann ich Hallo, Ihnen zum vielleicht Beispiel beantworten Sie einfach mal schriftlich meine Fragen. schicken. Wollen Sie nun Fragen beantworten oder nicht? Habe ich schon das buchstabiert? Ich habe gefragt, Haben Sie wie das alt. nicht? Hören Sie eigentlich zu, was ich sage? Ich fragte, wie alt ist Ihre Firma? Und das haben Sie mir nicht buchstabiert. Es ist gegründet 2019. Im 2019. Ah ja, okay. Und Ja, sehr Relay.com gut. ist. Das stimmt nicht.
Vielleicht Sie machen einen Fehler, ja, deswegen Sie können ich mache keinen Fehler. Ich mache keinen Fehler. Ja, schicken, ja genau, schicken Sie, ja, genau. Sehr gut. Wenn Sie das ist gut. Weitere Informationen über uns, dann kann ich auch das Ihnen schicken. Brauchen ja, Sie ja, schicken Sie das. Vielleicht bin ich auf der falschen Webseite. Wo sollten Sie es bekommen? Per E-Mail? Per E-Mail, genau. Per E-Mail, sehr gut. Werden Sie jetzt auf der Linie bleiben oder ja, Sie werden noch später antworten? Ja, auf diese Nachricht. Ich werde das dann später machen, denke ich. Weil jetzt habe ich okay, Arbeit zu tun. Gut. Okay, sehr gut. Ich denke nicht sehr, dass Sie etwas nervös sind. Ja? Ich bin oh, gar nicht nervös. Wenn Sie nur wenn Sie dauernd dazwischen reden, weil Sie einfach nicht, mich nicht zu Wort kommen lassen, dann werde ich lauter. Natürlich. Ich entschuldige mich. Na also, geht doch. Ich werde es Ihnen natürlich schicken, ja? Ja, sehr schön. Antworten Sie mir etwas, damit ich wissen kann, ja? Sind Sie interessiert dafür oder haben Sie gar kein Interesse? Ja, wenn Sie dafür etwas Interesse haben werden, so... Wir können weitergehen. Ja, okay, gut, auf jeden okay. Fall antworten Sie bitte etwas, okay? Natürlich werde ich machen, wenn ich die E-Mail aufgemacht okay. habe. Okay, sehr gut. Schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, guten Tag, spreche ich mit Herrn Stecken. Ja, wer ist da bitte? Bella ist am Apparat. Ich rufe Sie an von Globales Finanzmarkt. Es geht um Handel. Ja? Ah. Herr Stecken, ich sehe von meiner Seite, Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns, ja, und Sie haben mit meinen Kollegen gesprochen. Also jetzt werde ich Ihnen helfen, ein Konto zu aktivieren und Sie können Ihren Handel bei uns weitermachen, ja? Mit welchem Kollegen war das? Mit Paul Schröder. Aha, kann ich mich nicht dran erinnern. Wie bitte? Daran kann ich mich nicht erinnern. Also es ist Ihre eigenen Probleme, aber auf unserem System sehe ich, dass Sie haben mit Herrn Schröder gesprochen, ja? Na gut, kann ja durchaus sein. Ich sagte ja nur, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Also einfach sagen Sie bitte, haben Sie Interesse mit Bitcoin oder nein? Sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Sie haben nicht angemeldet. Dann wo haben verstehen Sie, Ihre... Verstehen Sie mein Deutsch gar nicht? Sprechen Sie nicht Deutsch? Seien Sie bitte ein bisschen höflicher, ja? Verstehen Sie deutsche Sprache? Ja, ich verstehe. Gut, und wo habe ich gesagt, dass ich kein Interesse habe? Also Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns. Selber. Ja, eben. Und Sie sagten, ich hätte kein Interesse. Woher wissen Sie, dass ich kein Interesse habe? Okay, alles klar. Du. Was? Hallo? 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 Hallo, ja, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Reinhard Stecken? Das ist richtig, ja. Herr Stecken, freut mich sehr, ich bin Frau Angela Adams. Ich rufe Sie wegen einer kleinen Umfrage, ja, wegen Ihrer Interesse an Finanzmarkt, Herr Stecken. Wie ich sehe, Sie haben mit verschiedenen Mitarbeitern gesprochen, genau. Und Sie haben das alles danach, nachdem man Sie Informationen gegeben hat, so ausstehen gelassen. Und ich möchte Sie jetzt den Grund fragen, ja, warum Sie das alles so ausstehen gelassen haben, Herr Stecken, bitte schön. Von welcher Firma rufen Sie denn jetzt an? Ich rufe Sie vom globalen Handelsplattform, ja, wegen Ihrer Interesse an Kryptosoft. Ja. Ihre Firma heißt Globale Handelsplattform? Unsere Firma heißt Relay. Ja? Ja. Und? So. Ich rufe Sie an, weil Sie dort das alles so ausstehen gelassen haben, Ihre Kontoregistrierung und so weiter. Und jetzt möchte ich den Grund wissen dafür. Weil ich nicht wollte. Wenn Sie das nicht gewollt hätten, warum haben Sie sich registriert, Herr Stecken, und für uns eine extra Arbeit gemacht, Sie anzurufen? Wo habe ich mich denn registriert? Sie haben mit Ihrer Mailadresse, mit Vor- und Nachnamen und mit der Telefonnummer eine Kontoregistrierung gemacht, Herr Stecken. Und im globalen Handelsplattform, ja, im Hauptplattform, wird Ihnen also mit Ihrem Namen angezeigt, dass Herr Reinhard Stecken hat Interesse an Kryptos überhaupt. Und man braucht Ihnen anzurufen, um zu
weiter zu informieren und zu beraten. Ja? Und das ist auch laut der Richtlinie so. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben oder nicht, aber das ist auch ein Teil von der Richtlinie. Ja? Wenn man eine Kontoregistrierung macht, Herr Steken, bekommt man auch Anrufe, eine Beratung, Informationen. Ja? So, darf ich jetzt was sagen? Bitte schön, jetzt hören Sie ganz dort zu. Ja, globale Finanzmarkt oder was sagen Sie? Von globalen Handelsplattformen, ja. Ja, es gibt keine aber Firma mit... Darf ich ausreden? Moment. Nein. Sie wollten... Nein, vergessen Sie es. Vergessen Sie es einfach. Vergessen Sie es einfach. Sie wollten mich ausreden lassen. Ich habe Sie ausreden lassen. Entweder lassen Sie mich ausreden, okay, oder das Gespräch ist beendet. Also, wollen Sie mich jetzt ausreden lassen? Nein, wollen Sie nicht? Dann beende ich das Gespräch. Also, wollen Sie mich jetzt ausreden lassen oder nicht? Jetzt, aber Sie haben... Wollen Sie mich jetzt ausreden lassen oder nicht? Meine Frage ist, wollen Sie mich jetzt ausreden lassen oder nicht? Tschüss, Betrüger. Tschüss. Hallo. Hallo, Herr Rudemaller? Ja, wer ist da? Können Sie mich hören? Hallo, Claudia Hoffmann von DXO Trader. Sie haben sich gerade für Bitcoin Pro bei uns eingetragen, ist das richtig? Ja. Mhm, sehr schön. Haben Sie denn schon mal gehandelt? Schon mal gehandelt oder ist es zum ersten Mal bei Ihnen? Ja, ich habe schon mal gehandelt, ja. Ah, okay. Und ist es automatisch, was Sie gemacht haben? Oder war das, haben Sie selber gehandelt? Nö, also man muss ja selber handeln, wenn man etwas verkaufen will. Nee, das ist klar, aber die Software funktioniert automatisch. Man muss sie voreinstellen zum Beispiel, dann werden die Trades gesetzt. Also automatisch Artikel verkaufen funktioniert ja nicht. Sie haben sich ja für Bitcoin Profit Way eingetragen und das ist eine Software, die automatisch läuft, beziehungsweise die wird voreingestellt von einem Handelsexperten. Ja, Sie haben mich doch gefragt, ob ich gehandelt habe und ich habe gesagt, ja, ich habe gehandelt, ich habe Sachen verkauft. Okay. Nee, ich meine nur, ob Sie jetzt mit einer Software, weil das hier, wofür Sie sich eingetragen haben, ist eine Software, die automatisch ist, ne? Nee. Und ob Sie damit schon mal... Ach so, okay. Mhm. Alles klar, super. Also rufen Sie von einer Firma an, richtig? Ja, genau, von DXO Trader, das ist der Broker sozusagen, der mit der Software arbeitet, für die Sie sich eingetragen haben. Ah ja, okay. Sie können auch parallel selber handeln, aber wir arbeiten hauptsächlich mit der Software. Es gibt viele Möglichkeiten. Hier können Sie alles machen, aber Sie haben sich ja, wie gesagt, für die Software speziell eingetragen. Und darf ich fragen, wie alt Sie jetzt aus Verifizierungsgründen? Ja, ich bin schon volljährig. Ja, ich verstehe. Nur ungefähr, einfach mit welchem... Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Ihnen handeln will. Also folglich muss ich da erstmal sehen, was Ihre Firma macht überhaupt. Also Sie haben sich ja speziell eingetragen. Es ist so, ja, wenn Sie das möchten, dann aktivieren Sie das Konto. Ich helfe Ihnen dabei, dann meldet sich der Handelsexperte und richtet alles ein und erklärt Ihnen auch, wie das abläuft. Vorab erkläre ich schon mal im Detail, also kurz, sagen wir so, wie das alles funktioniert. Aber ich frage einfach trotzdem, wie alt Sie sind, weil wir haben zum Beispiel die Funktion, dass man von der Webseite einzahlen kann, abgestellt, weil zu viele Minderjährige sozusagen einzahlen. Deswegen fragen wir einfach nur nach dem Alter. Ne? Ich bin nicht minderjährig, wenn wie ich sagte. Okay. Und aus statistischen Gründen fragen wir einfach nur ganz allgemein, in welcher Branche Sie arbeiten, in welchem Bereich, wenn Sie das sagen möchten. Geht Sie nichts an, aber ich bin im Stahlbau tätig. Mhm. Alles klar, super. Also, dann kläre ich ihn kurz. Also wie gesagt, folgendes, sobald der Konto aktiviert ist, meldet sich der Handelsexperte, ne? Und dann wird er Ihnen alles erklären, alles einrichten für Sie, die Zugangsdaten senden. Und dann können Sie jederzeit sozusagen sich anschauen, was Sie für Gewinne machen und jederzeit auszahlen. Und wir grenzen die Software ein. Ne? Wir gehen maximal 15% rein. Deswegen, um eben Verluste zu vermeiden, weil wir selber profitieren. Das haben Sie bestimmt gesehen. Ne? Wir 1-2% profitieren von dem Gewinn und wollen natürlich keine Verluste machen. Und ansonsten, mit welchem Betrag würden Sie denn gerne starten?
Erstmal weiß ich ja über Ihre Firma noch gar nichts. Wo sitzt Ihre Firma denn überhaupt? Weil ich sehe nur, Sie rufen mit unterdrückter Rufnummer an. Warum machen Sie sowas? Darf ich bitte ausreden? Darf ich bitte ausreden? Sie haben mich unterbrochen. Ja. Ich sagte, Sie rufen mit unterdrückter Rufnummer an und das kenne ich von Firmen nicht, die mit mir Geschäfte machen wollen. Die rufen immer mit einer Firmenrufnummer an. Ja, das stimmt. Und normalerweise ist es bei uns nicht der Fall. Ich müsste das in der technischen Abteilung weitergeben. Das sollte keine unterdrückte Nummer sein. Deswegen ist es gut, dass Sie mir das gesagt haben. Eine Sekunde, ich werde das weitergeben. Und ansonsten, wir sitzen in Österreich. Ne, der Sitz ist in Österreich, aber wir haben Kunden weltweit, unter anderem deutsche Kunden in der Schweiz, deutschsprachige Kunden und in Österreich und in Deutschland. Ne? Gut, okay. Und speziell in Deutschland, sehe ich gerade. Ne? Ja, und wo sitzen Sie in Österreich? In Wien. In Wien, okay. Dann haben Sie sicherlich eine Adresse für mich. Natürlich, das können Sie alles auf der Webseite finden. Nö, das können Sie mir ja sagen. Das können Sie mir ja sagen. Fertig machen. Das können Sie mir doch sagen. Ja, das kann ich Ihnen natürlich sagen. Gerne, dann sagen Sie mal. Nee, ich schicke eine E-Mail dazu, da stehen alle Details. Da stehen verschiedene. Ich habe Sie doch jetzt am Telefon, da können Sie mir doch meine Fragen beantworten. Ist doch wesentlich einfacher und schneller. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Losmann. Ja, wer ist da bitte? Chris am Apparat von Bitcoin System. Ja. Ich sehe, dass Sie haben sich bei uns registriert. Wann war das? Ein Moment. Wann war das? Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten, okay. Ja. Und da rufen Sie jetzt an. Okay. Ja, ich rufe Sie, damit wir können Ihr Konto zu aktivieren. Mhm. Okay, haben Sie Erfahrung im Handeln oder noch nicht? Doch, ich habe schon jede Menge gehandelt. Ich habe viele Sachen bei eBay verkauft und bei Amazon verkauft. Ich meine mit Aktien oder mit Kryptowährungen? Mit Kryptos noch nicht. Ich habe vor vielen Jahren mal Aktien gekauft. Okay, und bei uns alles läuft automatisch. Als Kunde brauchen Sie die Bewegungen nicht zu verfolgen oder zu entscheiden, wann Sie kaufen und wann Sie verkaufen. Ja. Das System wird alles für Sie tun. Das ist die ganze Idee. Der Mindestbetrag für die Kontoaktivierung ist 250 Euro. Ist das okay mit Ihnen? Ja, grundsätzlich könnte ich das. Aber ich habe mich ja noch nicht entschieden. Ich weiß ja okay. Irgendwie noch gar nicht, welches Firma war sie jetzt? SwissPro.com. So, schauen Sie, wie alles funktioniert für 2 oder 3 Wochen und dann entscheiden Sie, möchten Sie das oder nicht. Ja, ich muss mir erstmal informieren über Ihre Firma. So, okay. SwissPro.com. Ja, SwissPro.com. Okay, ich rufe Sie morgen zurück. Vielen Warum Dank. Können Sie das jetzt nicht machen? Sie können mir ja gar keine Fragen beantworten. Ich kann Ihnen die Daten per E-Mail schicken. Nee, Sie können. Nee, Sie sollten mir ja Fragen beantworten, wenn ich Sie schon dran habe. soll ich? Wer sonst sind Sie eigentlich? Sonst bitte? Wer sind Sie eigentlich? Sind Sie unsere Kunde oder was? Sie haben nur registriert. Ich frage Ihnen. Ja, eben. Und bevor ich irgendwo einzahle, möchte ich natürlich wissen, mit welcher Firma ich eventuell zusammenarbeite. Natürlich. Ich schicke Ihnen die E-Mail mit den Informationen. Ja, und das können Sie mir doch einfach beantworten, die Fragen, die ich habe. Ich habe das Zeit nicht. Okay, dann habe ich auch keine Zeit für Sie. Dann werde ich auch kein Kunde bei Ihnen. Kein Problem. Oh, kein Problem. Ja, okay. Ciao, Betrüger. Hallo? 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 Ja? Guten Tag, Herr Zuckmittmeier. Anna Wolf ist am Apparat von MCI Global Solutions. Ich grüße Sie.
Hallo, hörst du mich? Hallo. Ja. Ja, ich bin da. Sie sind registriert an unserer Webseite. Sie wollten mit Kryptowährungen handeln, ja? Ja, das ist richtig. Gut, haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon mal online gehandelt? Ich habe schon mal online gehandelt. Ich habe vor Jahren mal eine Aktie gekauft. Also mit Kryptowährungen haben Sie keine Erfahrung? Nein. Okay, haben Sie immer noch Interesse? Ja, habe ich schon noch, ja. Okay, sehr gut. Also, Sie sind an AutoTrader registriert. Es gibt solche Programme, welche wird für Sie automatisch auf dem Finanzmarkt handeln. Sie brauchen selber gar nichts machen. Alle harte Arbeit wird AutoTrader für Sie machen, ja? AutoTrader handelt mit verschiedenen Vermögenswerten, mit Rohstoffen, Indizes, Aktien und auch Kryptowährungen. Und Startkapital ist nur 250 Euro. Womit werden Sie erste Schritte auf dem Finanzmarkt machen und dann mit Ergebnissen werden Sie sich entscheiden. Wie wünschen Sie weitermachen? Ja, ja gut, das kann ich dann entscheiden. Okay, es ist nett, dass ich mich selber entscheiden kann. Ja. Also, wem sollen Sie nachfragen? Bitte? Also können Sie es nicht entscheiden oder was haben Sie gesagt? Was muss ich das jetzt entscheiden gleich? Also Finanzmarkt ist keine theoretische Sache, das ist die Sache für Praktik. Ja, also sobald werden Sie Ergebnisse sehen, dann werden Sie besser entscheiden. Deswegen fangen Sie mit 250 Euro an und nicht sofort mit 1000 oder sowas. Ja, also damit probieren Sie zuerst, weil 250 Euro ist zu wenig für Finanzmarkt, ja? Ach, das wäre mir neu. Was erwarten Sie von Finanzmarkt? Was ich vom Finanzmarkt erwarte? Ich erwarte, dass ich ein bisschen Geld verdiene damit. Genau, und mit 250 Euro kann man ungefähr pro Handel von 0 bis 5 Euro verdienen. Ist das ausreichend für Sie? Ja, aber das Komische ist, ich habe zum Beispiel mich mal so ein bisschen informiert, zum Beispiel über eToro. Da gibt es keine 250 Euro Mindeststartgebühr. Also an eToro handeln Sie selber. Also Sie entscheiden, wann muss man irgendwelche Kryptowährung kaufen und verkaufen. Genau. Und Sie sind verantwortlich auf Ihre Konto, ja? Und bei uns arbeitet AutoTrader. Und deswegen mindestens dein Stiftskapital ist 250 Euro. Na gut, okay. Dann die Frage, wo sitzt eigentlich Ihre Firma? Ich rufe Sie von Belgien. Ja, Sie sind eine belgische Firma. Also Hauptsitz ist in London, aber wir haben verschiedene Filiale und meine Abteilung spricht da, also alles bekommen Sie bei uns auf Deutsch, ja? Weil wir arbeiten für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz. Ja gut, aber also sind Sie eine englische Firma? Ja. Okay, gut, okay. Und wo sind Sie dann in England da? Was interessieren sich, Herr Zugminderei? Also die Adresse oder was meinen Sie? Ja, zum Beispiel die Adresse und die Regulation. Ich bin ja ein Investor, ich möchte investieren und da möchte ich wissen, bei wem ich investieren kann. Natürlich, das steht alles auch in unserer Webseite, also können Sie alles selber nachschauen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon, dann können Sie mir das doch sagen. Ja, natürlich, also unsere Adresse in London, können Sie es ausschreiben. Ich werde Sie jetzt diktieren, also schreiben Sie aus. Ja. Unsere Adresse in London ist... Hallo. Ich höre Sie gar nicht mehr. Hallo. Und schon ist sie raus.